Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Let's Play Battlefront 2. Und wir spielen heute auf der Map Tatooine. Folge 5 der Multiplayer wöchentlich erscheinenden Folgen. Und los geht's. Wir starten auf Seiten der Rebellen. In die Schlacht. Und ich würde sagen, wir bleiben erst bei unserem Angriffstruppler treu. Ich glaube, ich muss mir mal für meine Angriffstruppler oder generell für alle Truppler mal eine Alternative überlegen. Das Imperium hat von unserer Zelle in Mos Eisley erfahren. Wir müssen die Sturmtruppen aufhalten, bis evakuiert werden kann. Wir werden niemanden zurücklassen. Beschäftigt den Feind am Schrottplatz und der Kantina. Und denkt bitte an die Zivilisten, die kämpfen vor ihrer Haustür. Die Granaten mal wegzumachen, mit einer anderen Fähigkeit zu ersetzen, weil ich glaube, weil ich einfach nicht der beste Granatenwerfer und so bin. Diese verdammten Wachgeschützdinger, die regen mich auf. Die sind einfach viel zu stark. Gleich mal denjenigen spielen, der die selber hat. Na, immerhin. Ne? Mal den Arwing nehmen. Meinen gut vertrauten, liebsten Arwing. Den liebsten unter den A-Wings. Sonne, Mond und Sterne. Ich hab gehört, ihr braucht einen gut aussehenden Piloten. Gut, hier hast du nochmal ein ganz anderes Gefühl der Geschwindigkeit. Tja, Lord Victor hat wohl bessere Ideen. Die Kantina wird angegriffen. Boah, ist fast ein bisschen hell. Ein bisschen zu hell, mal mein Geschmack. Tut mir leid. It's time for me. It's time for me to go. Nee, it's time for. It's time to say goodbye. Es reicht. Aber wir sind echt gut. Ich habe eine gute Gruppe bekommen. Sie sind in der Kantina. Was? Haltet sie im Kampf. Sie sollen Angst haben. Ja, ich habe auch Angst, und? Fahren ja auch noch Druiden rum.
Früher hätte es das nicht gegeben. Läuft doch. Ich meine, was will man noch, wenn keine gut funktionierende Verteidigung? Bleiben einfach hier drin. Haben wir gewonnen. Granatchen. So. Und Sieg. Bam. Startbereit. Die Einheimischen sind an Bord. Sie werden unser heutiges Opfer nicht vergessen. Läuft doch. Oder lief. In dem Sinn. Genau, das ist diese aktuelle Herausforderung. 150 feindliche Soldaten zu besiegen. Oha, Kommandozentrale. Ah, Starkiller-Basis. Die hatten wir auch noch nie. Ist auch cool. Dann wollen wir mal. Lass erstmal alle nachjoinen. Erstmal richtig hinsetzen. Einer meiner Lieblingssätze hat einen letzten Zuschauer darauf hingewiesen. Sorry. Aber richtig sitzen ist wichtig. Auch gut, auch gut für den Rücken und so. Also ich meine, wenn man länger sitzt. So lange sitze ich zwar heute noch nicht. Viele andere Sachen heute schon gemacht. Unter anderem meinen Fernseher konfiguriert. Also Sendersuche. Bei einem Fernseher von der Nachbarin, der etwas älter ist. Und bei unserem neuen Fernseher, den wir haben, unseren Sony, kann man das zum Glück an einem mit einem Hilfe eines Computerprogramms machen und das dann wieder einspeisen. Ja, da nicht. Das heißt, man hat das altmodische. Der Widerstand begibt sich auf dünnes Eis. Ich drück auf. Ihre Flotte greift die Starkiller-Basis von oben an, während ihre sogenannte Infanterie auf diesem heiligen Boden marschiert. Wir nehmen an, sie wollen unsere Waffen lahmlegen und ihre gefangenen Freunde befreien. Wir müssen sie aufhalten. Stoppt ihre Sprengteams am unteren Turbolaser und dem Treibstofflager und schlagt diese verdammte Invasion zurück. To burn down the First Order! Entschuldigung, ich wollte auch mal kurz Adolf spielen. Nein, was wollte ich sagen? Genau. Und dann musste man jedes Programm suchen, auswählen und dann die komplette Zeit hochdrücken. Und manche Programme waren auf Seite, waren auf Platz 200 und du musstest sie auf Platz 5 oder so bringen. Das macht keinen Spaß. Ich fühle mich immer richtig schlecht, wenn ich meine eigenen Leute mit Granaten bewerfe, aber. Hier, die Gegner sind auch nicht besonders helle, oder? Die lassen hier die Gegner wieder bis so weit vorrücken. Ich habe hier Feinde auf dem Scanner! Was? Achso, wir dürfen gar nicht so weit. Leckt ein bisschen. Jetzt wird gejagt!
Batman! Es geht los! Granate, komm! Wow. Ah, Luftunterstützung. Würde ich auch gern machen. Noch habe ich nicht genug Punkte dazu. Hier ist Luftunterstützung echt cool, weil hier gibt es, glaube ich, auch KI, die rumfliegt. Da kannst du richtig Punkte holen. Andererseits finde ich es auch nicht scheiße, finde ich es auch mal gut, wenn die Gegner mal ein bisschen weiterkommen. Ich meine, gut, wenn wir nachher die Seiten wechseln, passiert es auf jeden Fall, aber. Ich finde die Runden aktuell ein bisschen nicht balanced und auch nicht besonders lang. Also einfach scheiße. Köpfe runter! Feinde in Reichweite! Sturmangriff, genau! Was in dieser Phase nicht verfügbar? Okay. Wieso ist das in der Phase nicht verfügbar? Verstehe ich jetzt nicht. Die Gegner dürfen auch fliegen. Es läuft echt gut gerade. Lief aber gut. Wir haben schon ein bisschen was geschafft. Na komm, wir nehmen mal den Flametrooper die paar Minuten noch. Oder Sekunden. Wenn wir überhaupt nochmal bis vor die Tür kommen. Nee. Na gut. Die Bemühungen des Widerstands waren umsonst. Ich bin zufrieden. Die Killerbasis ist feuerbereit. Gut, dann wollen wir jetzt nochmal die Gegenseite sehen. Und hoffen, dass wir da mal eine längere Runde erleben. Wenn die Gruppen relativ gleich bleiben, müssten wir jetzt eigentlich relativ weit kommen. Weil wir ja gerade auch saugut waren. Naja, mal sehen. Das kann ich ja eigentlich. Verbesserte Dings. Überladendes Wachgeschütz, genau. Okay. Wollen wir mal. Da haben wir 3 Runden in einer Folge. Könnt ihr euch echt glücklich schätzen. Das ist dann die Episode 7 Folge. Ach ne, das andere war nicht Jakku, sondern Mos Eisley. Blöd. Naja.
Ja, finde ich auch. Ihr wisst, worum es geht. Ihr seid ja Freiwillige. Die Starkiller-Basis fährt hoch und die Flotte will sie zerstören. Das gibt uns jetzt die Chance, unsere Leute zu befreien. Jeden, den sie in diesem Ungetüm festhalten. Wir rücken zum Zellenblock vor und vernichten unterwegs so viel wie möglich. Erste Ziele in diesem Sektor sind Treibstofflager und Turbolaser. Legt Sprengsätze und lasst euch bloß nicht erwischen. Ich leiste Feuerschutz! Lief aber gut. Wir haben immerhin einen umgebracht. Und sind gerade Platz 1 in der Wand. Sind am Treibstofflager. Platzieren Sprengsätze. Genau, Leute. Vorrücken. Wuhu. Woo. Au. Entschuldigung. Läuft ja echt gut gerade. Was? Das lief doch besser als erwartet. Hab dich gesehen! Treibstofflager abgeriegelt! Detonation nicht möglich! Das hier Sprengsätze. Treibstofflager vorbereitet. Okay. Jetzt können wir uns aber alle aufs Treibstofflager konzentrieren. Halt! Den hätte ich gern. Kann ich nämlich meine Leute buffen und ihnen ein Schild geben, dass wir nicht so leicht überrannt werden können. Wenn ich bis dahin komme. Wir schützen die Hilflosen mit unserem Leben! Wir versuchen, das Treibstofflager wieder einzunehmen. Sollten Sie zumindest. Vorsicht! Elite-Widerstandskämpfer im Einsatzgebiet. Okay, das reicht. Wir gehen rein. Schaltet diese Truppen aus und stürmt den nächsten Sektor. Lief ganz gut. Schlacht im All wird härter. Hier unten auch. Wir gehen durch zum Haupttor. Sichert den Bereich, dann rücken wir in die Basis vor. Läuft doch. Von dort kannst du uns nicht helfen. Wo war der? Ach, da drin. Na gut. Nee, ich mag keine Wookies. Das war kein Rassismus. Das wäre so ein latentes Gefühl von... Na, nee, die sterben einfach zu schnell. Für meine Ansprüche.
komme ich denn hier hin? Ich habe Angst, ganz allein hier drin. Oh, hallo. Nehmt das! Ein Glück da! Einer unserer Besten ist im Einsatzgebiet. Ah, konzentrier dich, Tobias. Läuft. Ihr macht das doch nicht zum ersten Mal. Immer schon mal haben. Na, war ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Will ich jetzt einfach mal ganz kühn behaupten. Gehen wir! Läuft auch relativ gut tatsächlich. Dafür, dass... wir gar nicht so viele Leute umgebracht haben bis jetzt. Und auch nicht so viele von uns gestorben sind. Läuft das unerwartet gut. Schlagt alle Eindringlinge zurück! Haltet das Haus vor! Auf Tor gesichert! Greift alle Truppen der ersten Ordnung an! Und dann geht's rein zum großen Finale! Das war erfolgreich. Okay. Der Zellblock ist in der Nähe, aber wir müssen die Steuerung der Zelltüren und des inneren Tors überbrücken. Greift beide Ziele an und hofft das Beste. Oh, hi Hahn. Ein paar habe ich wenigstens assisted. Das ist schon mal ein Ansatz, auf den man aufbauen kann. Hoffe ich. Es läuft sehr gut, finde ich. Spezialagent des Widerstands trifft im Einsatzgebiet ein. Ich glaube, wir können uns vorbeischleichen. Oh. Der ist echt stark. Ach komm, wir nehmen einen Wookie. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Es tut mir leid, deswegen lasse ich ihn jetzt mitspielen. Das ist ein Bug, oder? Was scannt denn hier noch? Ich habe dabei ein ziemlich gutes Gefühl. Ja, Finn ist auch da. Die Torsteuerung zickt rum. Standüberbrückung. Habe ich ihn echt umgebracht? Überbrückung der Torsteuerung online. Ihr habt den Wookie verbrannt. Das ist eigentlich schon irgendwie so eine besondere Art von Matt. Wookie-Verbrennung. Das muss doch stinken wie Sau. Mit dem ganzen Fell und so. Ja. Ich
Was? Leute, wir müssen da rein. Ich bin bei euch. Wie hat Vader in Rogue One gesagt? Stürmen. Also. Mein Gut, das ist jetzt nicht unser Vorbild, aber am Ende wurde er bekehrt, also von daher. Komm, wir sind so weit gekommen. Der ersten Ordnung trifft ein. Es ist nur eine Person. Ja. Läuft gar nicht. So, im Großen und Ganzen würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Ich meine, wir haben immer noch die Hälfte unserer Leute und wir haben immerhin schon einen Punkt eingenommen. Sind bei der Zellensteuerung. Versuchen Zugriff. Aber... Bewacht die Steuerung, solange die Überbrückung läuft. Verloren. Sammeln! Bereit machen für einen neuen Angriff! Was du meinst, habe ich dich gefunden. Ich heiße Fisch. Zugriff auf Zellentüren! Los! Läuft. Läuft. Gefangene befreit. Ja, gut. Alle zum Evakuierungspunkt. Die Schlacht ist gewonnen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein bei Let's Play Battlefront 2 Multiplayer.